Hallo und herzlich willkommen zu diesem Spendenaufruf und danke, dass du hier angeklickt hast. Ja, ich möchte darum bitten, dass ihr Menschen helft, die fürchterliche Dinge durchleben mussten. Warum mussten sie das? Keine Ahnung. Unerfindlicherweise werden Kinder jeden Tag von ihren Eltern weggenommen, ohne dass irgendwas Gravierendes geschehen war. Sie werden aus ihrem Umfeld gerissen, aus ihrer Umsorgung, aus ihrer Heimat, aus ihrer Liebe von ihren Eltern, aus ihrem Vertrauensfeld, aus ihrem gesamten Umfeld. Alles das, was wir ihnen als Eltern geschenkt haben, was wir zu geben hatten, wurden sie von einer Sekunde zur anderen herausgenommen und in Unfreiheit gesetzt, eingesperrt in Kinderheime, zu anderen wildfremden Familien getan. Bei anderen Kindern mag das vielleicht wichtig und zutreffend sein, aber das sind verschwindend geringe Anteile. Im Gegensatz dazu, dass 80.000 Kinder pro Jahr einfach von ihren Eltern weggenommen werden, ohne deren Einwilligung, ohne die Einwilligung der Kinder, ohne die Einwilligung der Eltern, was faktisch gar nicht sein darf und trotzdem gemacht wird. Es werden Kinder geklaut, entführt, eingesperrt, der Freiheit beraubt, traumatisiert und vielleicht irgendwann mal wieder ausgespuckt. Anders kann ich es nicht sagen, denn was bleibt übrig von diesen Kindern? Und was bleibt übrig von den Eltern? Ich kann es ganz kurz ausdrücken mit einem Satz: ein Häufchen Elend. Um dem entgegenzuwirken, um den Familien zu helfen, um den Helfern, die den Familien helfen, weiterhin Stärke geben zu können und Kraft geben zu können, das ist mein Aufruf für hier und heute und jetzt. Und ich bitte darum, dass ihr diese Familien stärkt. Ich bin auch ein Teil davon und ich sage, Mann, Leute, allein schaffen wir das nicht. Wir brauchen Hilfe und ich bitte jetzt einfach darum. Denn das ist so traurig, das ist alles nur noch traurig und wir müssen uns nicht wundern, wenn Eltern ausflippen, wenn Kinder ausflippen. Und was machen die nachher, wenn sie rauskommen mit ihrer unglaublichen Angst? Mit ihrem ständigen kontrolliert worden sein, nie Privatsphäre haben zu dürfen, immer aufpassen zu müssen, was ich sage. Falls mit den Eltern gesprochen werden darf, nach Monaten, wenn wir Glück haben, dann ist immer jemand dabei, der kontrolliert. Wir können nie mehr sprechen mit den Kindern. Wir dürfen nicht sagen, wie wir uns fühlen. Wir dürfen nichts über den Stand der Dinge bringen. Wir können den Kindern nichts Wirkliches geben, weil ständig jemand dabei ist, der sofort einen Cut macht, wenn wir auch nur den Hauch von Gefühl zeigen oder ja, authentisch sind, unsere Kinder einfach zu viel Liebe wiedergeben. Beide Seiten sind also völlig traumatisiert und ich möchte dem Ganzen gerne auch Abhilfe schaffen, weil dadurch, dass ich selbst Betroffene bin, habe ich gemerkt, was funktioniert und was funktioniert nicht. Also wir haben sozusagen kein Netz, das uns auffängt. Wir haben vielleicht noch die Möglichkeit, wenn wir Glück haben, in eine Psychiatrie zu wandern. Das wird uns gleichzeitig wieder schlecht ausgelegt vom Jugendamt. Und dann haben sie wieder einen erneuten Beweis zu sagen, diese Eltern sind ja psychisch am Ende, denen können wir die Kinder gar nicht mehr geben. Also macht es Sinn, einen Ort zu haben, der nicht Psychiatrie heißt und wo wir trotzdem Hilfe bekommen. Das ist die Idee des Aufbaus für ein Soforthilfezentrum, wo 24 Stunden ein Telefon belegt ist oder am besten mehrere, ja, wo wir sofort anrufen können. Das habe ich nämlich vermisst, das habe ich nicht gehabt. Ich habe telefoniert, das Internet hat viel ausgespuckt, aber Anrufbeantworter, dieses, jenes, wir sind von 8 bis 17 Uhr zu erreichen. Das nützt mir nichts, wenn ich die ganze Nacht fast verrückt werde und durch die Stadt laufe und mein Kind suche. Das sind so ganz normale Mechanismen des Schocks, des Zusammenbruchs. Du willst dein Kind finden irgendwo, weil du weißt nicht, wo es ist.
Weiß nicht, ob du dich da ein bisschen reinversetzen kannst. Das ist eine sehr grausame Art und Weise der Ungerechtigkeit und der Willkür von Jugendämtern. Das heißt, wir brauchen Unterstützung. Alle Helfershelfer brauchen Unterstützung. Ich möchte hier auffordern, ein Zentrum zu erstellen, einen großen Raum zur Verfügung zu stellen, wo auch die Menschen hingehen können, wo sie Soforthilfe bekommen, wo sie auch aus ihrer Ohnmachtsposition wieder in eine kraftvolle Position kommen können, damit sie weiterhin ständig positiv für ihr Kind agieren können und Klarheit bekommen. Bitte helft mit unter www.litchi.com. Einfach meinen Namen eingeben, Annette Fischer, Annette mit 2 N, und dann kannst du auch noch Kinder anklicken unter dieser Rubrik Kinder. Und da findest du noch den Rest, alles ganz klar und deutlich beschrieben, wie das aussehen soll. Und ja, am besten gleich und jetzt. www.litchi.com schreibt sich L-E-E-T-C-H-I.com. Vielen herzlichen Dank und teile dieses Video bitte so oft, wie du nur kannst. Danke.